is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die makellose himmlische Perle. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Christus selbst ist die kostbare Perle. Die Gerechtigkeit Christi hat als reine weiße Perle weder Fehler noch Makel. Kein Menschenwerk kann das großartige und wertvolle Geschenk Gottes übertreffen. Es ist ohne Fehler. In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Er ist uns von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung gemacht. Alles, was die Not, die Sehnsucht der menschlichen Seele stillen kann, in dieser wie in der kommenden Welt, ist in Christus zu finden. Unser Erlöser ist dieser kostbare Teil, das im Vergleich dazu alles andere als Verlust eingeschätzt werden kann. Im Gleichnis wird die Perle nicht als Geschenk dargestellt. Der Kaufmann kaufte sie um den Preis seines ganzen Vermögens. Viele fragen sich, was das bedeutet. Da doch Christus in der Bibel als ein Geschenk bezeichnet wird. Er ist wohl ein Geschenk, aber nur an Menschen, die sich selbst uneingeschränkt ihm übergeben. Ihre Seele, ihren Körper und ihren Geist. Wir sollen uns Christus schenken, um ein Leben des willigen Gehorsams gegen all seine Forderungen zu führen. Alles, was wir sind, alle Talente und Fähigkeiten, die wir haben, alles gehört dem Herrn und ist seinem Dienst geweiht. Wenn wir uns also völlig ihm übergeben, verschenkt sich Christus mit all den Schätzen des Himmels an uns. Wir bekommen die kostbare Perle. Auf dem Markt, auf dem die göttliche Barmherzigkeit die Leitung hat, wird die kostbare Perle, so wird uns gesagt, ohne Geld und völlig kostenlos gekauft. Auf diesem Markt können wir sämtliche Güter des Himmels erwerben. Der Juwelenschatz der Wahrheit steht allen zur Verfügung. Der Heiland lädt uns mit liebevoller, ernster Stimme ein: Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst. Die Ärmsten wie die Reichsten können das Heil kaufen, denn kein weltlicher Reichtum, wie groß er auch sein mag, kann es sichern. Das Heil wird uns vielmehr durch willigen Gehorsam zuteil, indem wir uns Christus als ein erkauftes Eigentum hingeben. Wir können uns das Heil nicht verdienen, aber wir sollen so eifrig und ausdauernd danach streben, als würden wir alles in der Welt dafür hingeben. The Lord is coming. Are you ready?